Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die Urschüsse gehen in die finale Runde und René Benko hat heute tatsächlich beim COFAG-Urschuss ausgesagt. Ein bisschen musste er dazu bewogen werden und natürlich geht es auch nach wie vor noch um den rot-blauen Machtmissbrauchsausschuss, wo der einstige Geschäftspartner von Herbert Kickl noch aussagen soll, notfalls mit Vorführung. Und eine Anzeige der ÖVP gegen den ehemaligen FPÖ-Sicherheitssprecher Jenewein in der Causa Egisto Ott. All das sind die Themen für mein heutiges Interview mit dem ÖVP-Delegationsleiter im Urschuss Andreas Hanger. Und damit schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Hanger, fangen wir mit René Benko an. Der Urschuss hat ja sehnsüchtig auf Herrn Benko und dessen Aussage gewartet. Er ist ja mehrmals nicht erschienen. Heute ist er erschienen. Haben Sie jetzt viel Neues gelernt? Sie haben sehr diplomatisch eingeleitet, wurde dazu bewogen zu kommen. Es war natürlich sogar eine polizeiliche Vorführung, das muss man schon dazu sagen, weil er sich mehrmals unberechtigt entschuldigt hat. Die Erwartungshaltungen waren allerdings nicht hoch. Zum einen ist es schon wichtig, dass er kommt. Man kann sich nicht ganz einfach aus irgendwelchen Gründen der Aussage verweigern. Wir sehen ja das beim Herbert Kickl. Für mich ist das nach wie vor ein Skandal, dass er auf den Berg geht und nicht in den Untersuchungsausschuss. Und jetzt wurde er polizeilich vorgeführt und das war auch wichtig. Benko, nicht Kickl. Benko, ja, Benko. Weil wir uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen können. Deshalb war es wichtig, dass er kommt. Die Erwartungshaltung war allerdings nicht sehr hoch, weil er unglaublich viele Ermittlungsverfahren hat. Damit hat er auch weitgehende Entschlagungsrechte, das ist auch zu akzeptieren. Insofern ist es genauso gewesen, wie ich es erwartet habe. Weniger Kenntnisgewinn, es wurden zum Teil ganz allgemeine Fragen gestellt. Aber Sie haben gelernt, dass der René Benko weiß, wo der Gardasee genau, ist. Genau, zum Beispiel. Habe ich vernommen. Das geht so weit, dass der Abgeordnete Greiner den Herrn Benko fragt, wo der Gardasee ist. Also da wirklich muss man schon sagen, da zieht man dann auch dieses Instrument ins Lächerliche. Man stellt die Frage deshalb, weil man dann sagt, da gibt es keine Entschlagungsmöglichkeit. Aber wir sollten schon immer die Bundesvollziehung kontrollieren, die politische Verantwortung klären und weniger Kenntnisgewinn wie erwartet. Aber hat Herr Benko das Spiel gespielt, das manche ja gerne spielen und hat einfach sehr viele Erinnerungslücken gehabt? Nein, ich habe die Strategie dann durchaus für sehr richtig erachtet. Er hat nachher schon, man hat auch Bemühen gespürt, dass er Fragen beantworten will. Hat aber dann, wenn es um die Ermittlungsverfahren gegangen ist, sehr klar von seinem Recht Gebrauch gemacht, sich zu entschlagen. Das entscheidet dann im Einzelfall immer die Verfahrensrichterin. Aber ganz insgesamt war klar, dass der Erkenntnisgewinn ein geringer ist. All die Kausen, Sitzverlegung, Beteiligungen haben wir ja schon gefühlt 100-mal diskutiert. Ich glaube, es war wichtig, dass er kommt, damit auch das Parlament klar sagt, wir lassen uns nicht auf der Nase herumtanzen. Aber für mich war von vornherein klar, dass der Erkenntnisgewinn bescheiden ist. Gut, René Benko wurde ja auch von seinem Top-Anwalt Wes begleitet und da war es klar, dass der genau weiß, was kann man sagen, was kann man nicht sagen und dementsprechend gebrieft war. Am letzten Tag des Rot-Blau-Ausschusses, der ja von Ihnen ausgegangen ist, soll es eine polizeiliche Vorführung von Thomas Siller geben. Thomas Siller ist der ehemalige Geschäftspartner von Herbert Kickl in der Ideenschmiede. Was erwarten Sie da? Also für mich persönlich ist ja diese Befragung wesentlich relevanter, weil es hier um Fragen geht, die tatsächlich geklärt werden müssen. Die könnte der Herr Kickl klären, aber der ist auch auf den Berg gegangen und wollte uns nicht Rede und Antwort stehen, kann uns aber auch der Herr Siller erklären und ich fasse kurz zusammen. Im Wesentlichen geht es darum, dass der Herr Kickl und der Herr Siller Arbeitskollegen waren und eine Werbeagentur gegründet haben, die Ideenschmiede GmbH. Wir wissen mittlerweile, dass diese Beteiligung von Kickl nie offiziell gemacht wurde, sondern über einen Treuhandvertrag 2005. Kickl sagt heute, diesen Treuhandvertrag habe ich dann wenige Tage danach mündlich gekündigt. Vorher war es ein Notariatakt. Er hat auch die Stammanlage bezahlt. Wir wissen nicht, was mit dieser Stammanlage passiert ist. So weit, so gut. Richtig spannend wird es dann 2010. 2010 gibt es nämlich einen neuen Treuhandvertrag. Hier ist Kickl treuhänderisch Eigentümer der Immobilie gemeinsam mit dem Herrn Siller, dort wo die Ideenschmiede eingemietet ist. Und das ist insofern sehr relevant, weil der Herr Kickl als Generalsekretär, als Kampagnenleiter der FPÖ Wien, nebenbei bemerkt,
24.000, 25.000 Euro im Monat verdient hat. Er ist für mich der Politbonze schlechthin. Das muss man schon auch in dieser Deutlichkeit sagen. Weil wenn man das 17. Niveau hernimmt, hochrechnet, inflationsbereinigt, sind wir bei über 30.000 Euro pro Monat. Und ich kenne keinen Politiker. Aber als Clubobmann hat er ja eigentlich ein Nebenverdienstverbot. Nein, ich hab nichts anderes gemacht. Also in etwa geht die Rechnung so, dass ein Abgeordneter 2017 8.200 brutto verdient hat. Und die FPÖ Wien hat ihm diesen Gehalt verdreifacht. Mhm. Legt man heutige Maßstäbe an, ein Abgeordneter verdient gut 10.000 Euro, wenn ich das verdreifache, bin ich bei über 30.000 Euro. Das wollte ich nur darstellen, weil wir vom 17er Gehalt reden. Mhm. Es war 2017 schon 24.000, 25.000 Euro. Das ist für mich schon der Skandal schlechthin, weil genau er ja immer wieder die hohen Politikergehälter kritisiert und er derjenige ist, der am meisten bekommt. Also das geht sich für mich nicht aus. Aber dem nicht genug. Er gibt dann als Kampagnenleiter Millionen Aufträge der Ideenschmiede. Das sehen wir aus den Akten und Unterlagen aus dem Untersuchungsausschuss, aus einer Steuerprüfung der Ideenschmiede. Die Ideenschmiede macht hohe Gewinne. Wir wissen in etwa seit der Gründung 2005 2,5 Millionen Euro. Das wurde dann versteuert, ja. Da bleiben dann 1,8 Millionen Cash für den Eigentümer. Offiziell der Herr Siller. Treuhänderisch vielleicht auch der Kickl, das wissen wir nicht genau. Das wurde auch nie offengelegt. Aber jetzt kommt's. Ich gehe davon aus, dass mit diesen Gewinnen die Immobilie entwickelt worden ist. Die wurde um 200.000 Euro gekauft und wurde vor kurzem um 1,2 Millionen angeboten. Der Kickl ist treuhänderisch Eigentümer dieser Immobilie, hat auch laut Treuhandvertrag 100.000 Euro dafür bezahlt. Aber in einer einfachen Rechnung schaut es so aus, die Immobilie ist offensichtlich 1,2 Millionen wert, gehört zu 50% dem Herrn Kickl, 100.000 hat er investiert, dann hat er 500.000 verdient oder kann verdienen. Weil ich weiß ja nicht, ob er die Rechte aus dem Treuhandvertrag gezogen hat. Und jetzt weiß ich den tieferen Sinn des Begriffs Kickbacks. Man meint Kickelback offensichtlich, dort kommt das her, weil das sind indirekte Kickbacks, sehr listige Konstruktion, das gebe ich schon zu. Aber der Herr Kickl oder morgen der Herr Siel ist dringend gefordert, das aufzuklären. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, wenn das anders wäre. Aber derzeit, was am Tisch liegt, schaut so aus, dass Kickl jederzeit hier 500.000 Euro verdient hat oder verdienen kann. Und das halte ich schon für einen politischen Skandal. Gerade für jemanden, der immer dieses Politbonzentum kritisiert. Wie schon gesagt, für mich ist er der Politbonze der Sonderklasse. Es ist aufklärungswürdig, aber es gibt noch keine Beweise dafür. Bis auf, ich kann alles beweisen in dem Zusammenhang. Okay. Was ich nicht beweisen kann, ist, ob der Treuhandvertrag gekündigt worden ist oder ob er immer noch aufrecht ist. Der Kickl sagt immer, er wurde nicht mit Leben erfüllt. Das ist im doppelten Wortsinn falsch, meiner Meinung nach, weil der Treuhandvertrag wurde von ihm unterschrieben. Mit Leben erfüllt meint er halt, er hat dieses Recht nie gezogen. Ja, er kann es aber jederzeit. Er hat die Gelder nicht in Anspruch genommen. Er hat die Gelder nicht in Anspruch genommen, kann es aber jederzeit. Und das ist für mich schon Grund genug, das als politischen Skandal zu bezeichnen. Mhm. Sie haben ja jetzt auch Anzeige erstattet gegen Hans-Jörg Jenewein, der frühere Sicherheitssprecher der Freiheitlichen und einst enger Vertrauter von Herbert Kickl, und andererseits gegen den ehemaligen BVD-Beamten Egisto Ott, der wegen dem Verdacht der Russland-Spionage mittlerweile in U-Haft sitzt. Warum diese Anzeigen? Also ich muss einmal dazu sagen, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, weil ich grundsätzlich ja das Instrument einer Anzeige als politisches Instrument ablehne. Und ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht, habe mich aber entschieden aus folgendem Grund. Sie müssen sich vorstellen, oder wir müssen uns vorstellen, das Handy vom Herrn Jenewein wurde vor 3 Jahren sichergestellt. Vor 3 Jahren. Mit all den mittlerweile medial bekannten Chats. Das mit den 50 muss ich noch abklären. Gemeint war quasi eine Zahlung an den Egisto Ott. Du wirst da im neuen BVD, im neuen Geheimdienst eine wichtige Rolle spielen, auch an den Ott adressiert. Wir kennen Chats, wo ganz klar bewiesen ist, dass auch Akten aus dem Innenministerium direkt in den Parlamentsclub gespielt worden sind und vieles mehr. Und jetzt sage ich auch ganz offen, ich gehe auch davon aus, dass hier längst ermittelt wird in der AG Pharma. Und die Anzeige hat im Wesentlichen einen Grund.
diesen Ermittlungen Nachdruck zu verleihen. Hier ist ja wirklich die Justiz gefordert, endlich einmal auch Ergebnisse auf den Tisch zu legen. Mich erinnert das ein bisschen an die Causa Graz, den größten Parteifinanzskandal in der Zweiten Republik. Auch dort wird seit Jahren ermittelt, ohne konkrete Ergebnisse. Sie meinen jetzt die Grazer FPÖ-Causa? Ja, genau. Die Grazer, ja. Zum Beispiel auch. Mhm. Es ist jetzt inhaltlich ganz was anderes. Aber auch dort ist es so, dass die Dinge sehr klar am Tisch liegen. Ich habe da schwarz auf weiß, dass hier freiheitliche Parteifunktionäre offensichtlich Geld in private Taschen gewirtschaftet haben. Die streiten es übrigens nicht einmal ab. Sie sagen halt immer nur Einzeltäter-Theorie und nun nicht die gesamte Mannschaft. Ist jetzt auch alles relativiert worden, wie wir wissen, in den letzten Wochen. Und die Idee dieser Anzeige, und ich habe wirklich auch lange darüber nachgedacht, wirklich auch Nachdruck zu verleihen. Mhm. Weil es ist aber ja der grundsätzlich jetzt laufen ja bereits Ermittlungen gegen beide Herren. Man muss dazu sagen, es wird ja auch der Hans-Jörg Jenewein bereits als Beschuldigter geführt, ebenso wie eine ehemalige Innenministeriumsmitarbeiterin von Herbert Kickl, eben wegen dem Verdacht des Amtsmissbrauchs oder der Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Ja, aber wie gesagt, Nachdruck zu verleihen. Es ist wirklich, wie soll ich es formulieren, die Bitte, die Aufforderung, wie immer man das auch nennen will, hier endlich einmal Ergebnisse auf den Tisch zu legen, weil es kann ja nicht so sein, dass jahrelang ermittelt wird, die Fakten am Tisch liegen, die wurden ja schon medial publiziert und es geht nichts weiter. Und ich sage dann ganz offen auch dazu, ein Grund war auch, weil wir die Jenewein-Chats nicht in den Untersuchungsausschuss bekommen haben. Und man spricht in Summe von 2500 Chats, wir kennen nur sehr wenige. Das Justizministerium wollte nicht liefern mit dem Argument, weil man damit Ermittlungshandlungen gefährdet. Das haben wir halt zur Kenntnis zu nehmen als Parlamentarier, auch wenn manche Fragen offen sind, weil da gibt es so Gerüchte, dass es um Intrigen geht innerhalb der FPÖ, da geht es um Zahlungsflüsse hin zu Egisto Ott, da geht es auch um Journalisten, die verunglimpft werden. Wie hier die Staatssicherheit gefährdet werden kann, ist mir unerklärlich. Aber das haben wir halt zur Kenntnis zu nehmen. Umso mehr fordere ich jetzt die Justiz auf, die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsbehörden, hier endlich die Dinge auf den Tisch zu legen. Aber da schwingt ja ein gewisser Vorwurf mit in dem, was Sie sagen. Haben Sie den Eindruck, dass die Justiz die Freiheitlichen schützt? Nein, das will ich nicht damit sagen. Ich bin nur sehr dafür, dass man die Geschwindigkeit der Ermittlungen deutlich erhöht. Das Handy vom Herrn Jenewein ist seit 3 Jahren in den Händen der Ermittlungsbehörden. Ich gehe mal davon aus, dass man das ausgewertet hat. Und es ist schon ein bisschen eine Problematik für unser Justizsystem, wenn wir jetzt den britischen Geheimdienst brauchen, damit in den Ermittlungen gegen den Egisto Ott endlich einmal was weitergeht. Also das gibt mir schon ein bisschen zu denken. Kenne aber die Hintergründe nicht. Das wäre jetzt gut, aber das ist ein Problem der Ermittlungsbehörden, nicht der Justiz. Die würden jetzt erklären, dass DSN, dass sie diese Überwachungsmethoden von WhatsApp-Chats nicht haben, die die Briten haben. Tatsächlich hat Großbritannien einfach eine russische Spionagezelle ausgehoben und da kamen halt auch die Chats von Masalek und Egisto Ott vor, die an die Wiener Behörden. Ja, nichtsdestotrotz haben wir eine AG Pharma, eine Sonderbehörde, die schon lang ermittelt. Mhm. Die Jenewein-Handy ist da, das Ott-Handy ist da. Man hat viele Informationen, internationale Geheimdienste. Und mit Justiz meine ich das Gesamtsystem natürlich. Mhm. Da meine ich die Ermittlungsbehörden, die meinen Informationen nach sehr intensiv recherchieren. Da meine ich die Staatsanwaltschaften, die quasi Herr des Verfahrens sind. Und da meine ich natürlich die Aufsichtsbehörden, weil es gibt ja dann eine Oberstaatsanwaltschaft, einen Anweisungsrat. Und ich finde, da sind alle gefordert, weil die Fakten liegen doch klar am Tisch, die Indizien auf den Tisch zu legen, was hier ist. Es ist ja unbestritten, dass der Herr Jenewein über Jahre intensiv Kontakt hatte mit dem Herrn Ott. Ich bin mir persönlich sicher, dass der Herr Ott diese Daten nicht einfach irgendjemandem geschenkt hat, sondern der hat sie mutmaßlich verkauft. Da würde man intensivere Ergebnisse wünschen, die endlich auf den Tisch zu legen. Deshalb auch diese Anzeige, aber die wird jetzt zum Akt genommen. Wir haben ja keine neuen Sachverhalte aufgezeigt. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm. Es gehen ja jetzt beide Urschüsse ins Finale, also sind jetzt demnächst beendet. Was ziehen Sie eigentlich für Schlüsse aus beiden? Also ich bleibe dabei, dass Untersuchungsausschüsse natürlich ein wichtiges parlamentarisches Kontrollinstrument sind. Bin aber auch sehr dafür, dass wir hier umfangreiche Reformen durchführen,
damit man dieses Instrument wieder darauf zurückführt, was es ist, nämlich ein wichtiges parlamentarisches Kontrollinstrument. Was soll reformiert werden? Na, es beginnt beim Untersuchungsgegenstand, nehmen die Kritik sehr ernst, dass wir quasi keinen klar abgegrenzten Vorgang in der Vollziehung des Bundes brauchen. Das ist dann auch leichter für die aktenliefernden Stellen. Das wird wesentlich weniger Aufwand erzeugen. Das ist für also im Nachhinein gesehen, sehen Sie selber ein, dass von 2007 ab den Untersuchungsgegenstand ein Fehler war? Das trifft alle Untersuchungsgegenstände, die letzten vier, die wir hatten. Da haben wir generell keine klare Abgrenzung. Könnte man da Vorprüfungsverfahren zum Beispiel vorstellen. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber resümierend politisch, ich sage Ihnen ganz ehrlich, der KOFAG-Untersuchungsausschuss war aus meiner Sicht ein Rohrkrepierer. Also wir haben da null neue Erkenntnisse. Im blau-roten Machtmissbrauch war ich durchaus persönlich auch überrascht, was sich hier auftut. Für mich ist der blaue Machtmissbrauch bewiesen. Wir sehen Postenschache, wir sehen Günstlingswirtschaft, wir sehen die enge Verbindung über den Herrn Jennewein der FPÖ zur Russland-Spionage. Wir sehen die Causa Ideenschmiede mit den Kickelback-Zahlungen. Also im Nachhinein bin ich durchaus auch überrascht, was hier alles in dieser kurzen Zeit über den blauen Machtmissbrauch zum Vorschein gekommen ist. Also insofern war er auch aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Soll die Wahrheitspflicht im Urschuss bleiben? Natürlich. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Wahrheitspflicht sollte sowieso immer gelten. Bei jeder parlamentarischen Debatte, oh Gott. Bei jedem Gespräch und natürlich umso mehr muss die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss bleiben, weil sonst könnten wir ja keine sinnvolle parlamentarische Kontrolle betreiben. Wir wissen, wie der Urschuss um Ibiza ausgegangen ist, nämlich dann mit einer Anzeige wegen Falschaussage gegen Sebastian Kurz, auch mit einer nicht rechtskräftigen Verurteilung von Kurz. Er geht in die Berufung. Wird es nach diesen Urschüssen auch Anzeigen wegen Falschaussagen geben? Also wir prüfen diesen Sachverhalt intensiv. Wir sehen beim Herrn Kickl vier Themenbereiche, wo wir auf jeden Fall einmal momentan ganz klare Indizien sehen, dass es zu einer Falschaussage gekommen ist. Nicht nur in einem Themenbereich, sondern in vieren. Ich lasse das derzeit jetzt noch durch Juristen prüfen. Wir wollten auch unbedingt, sage ich auch ganz offen, die Aussage vom Herrn Zieler abwarten. Klar. Weil da geht es ja genau um diese Causa Ideenschmiede. Wir werden das aber jetzt sehr zeitnah entscheiden, ob wir diese Anzeige für eine Falschaussage einbringen. Zum Abschluss noch, die FPÖ wirft Ihnen ja vor, dass Sie damit Dreck werfen und dass das alles eine Kampagne sei. Der Begriff Kampagne wird derzeit von mehreren Parteien gleichzeitig genutzt. Kleiner Schlenkerer zu den Grünen. Ist das ein verzweifelter Versuch, im Wahlkampf noch zu punkten? Nein, überhaupt nicht. Ich habe zum einen immer Verständnis, weil mit dem wäre ich konfrontiert, dass sich die Menschen, die Österreicherinnen und Österreicher wünschen würden, dass man konstruktiv an der Zukunft arbeitet. Und das würde ich auch wirklich lieber machen. Aber in meiner Rolle, die ich habe als Fraktionsführer der ÖVP im Untersuchungsausschuss, ist es Aufgabe, die Missstände der FPÖ aufzuzeigen. Und unglaublich, was sich da auftut. Wir haben den Finanzskandal in Graz. Wir haben die Ideenschmiede-Causa, wir haben diese enge Verbindung hin zur Russland-Spionage, wir haben Postenschacher, das gesamte Programm. Und mir ist es halt wichtig, aufzuzeigen, wie die Freiheitlichen wirklich sind, weil sie positionieren sich ja so vordergründig immer wieder als Vertreter des kleinen Mannes und gegen das System. Sie sind das System schlechthin und das zeige ich auf, nicht mehr, nicht weniger. Gut, dann danke Andreas Hanger für dieses Interview. Danke für die Einladung. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.